Hallo zusammen, Julius hier von Fotoprofi. Endlich ist es soweit. Das neue spiegellose Flaggschiff von Nikon ist da, die Z9. Und lange haben wir auf eine spiegellose Kamera von Nikon im Profisegment gewartet. Doch kann die Z9 den hohen Ansprüchen professioneller Fotografen gerecht werden? Und für wen kann sich die neue Kamera lohnen? Das wollen wir uns heute anschauen in diesem ersten Hands-on-Video. Fangen wir direkt mit dem Gehäuse der neuen Nikon Z9 an. Und hier setzt Nikon auf ein staub- und wetterfestes, abgedichtetes, sehr robustes Magnesiumgehäuse. Auch mit so einem fest verbauten Hochformatgriff, wie man ihn eigentlich sonst nur von hochprofessionellen DSLR-Kameras kennt. Und dabei hält Nikon das Gewicht des Gehäuses mit 1160 Gramm, aber immer noch ca. 100 Gramm unter den 1270 Gramm der Nikon D6. Neben der Canon EOS R3 ist die Nikon Z9 die bisher zweite spiegellose Kamera, die diese Gehäuseform aufweist. Und das hat zum einen dann den Vorteil, dass man die Kamera im Hochformat genauso bequem bedienen kann wie im Querformat. Und zum anderen hat man auch einen deutlich größeren und leistungsstärkeren Akku, den man da verwenden kann. In der Nikon Z9 kommt der Nikon EN-EL18D Akku zum Einsatz. Und den kennen wir schon aus der Nikon D6. Und hiermit soll die Nikon Z9 über 700 Aufnahmen mit einer Akkuladung hinbekommen. Das ist sehr ordentlich für ein spiegelloses System. Und die Bedienelemente der Z9 sind, ob man nun schon mal mit einer Nikon-Kamera jetzt gearbeitet hat oder nicht, finde ich sehr intuitiv auf dem robusten Gehäuse angeordnet. Die Einstellrädchen und Knöpfchen sind bei der Kamera wirklich prima im Quer-, aber auch im Hochformat erreichbar, sodass man jederzeit mit der Kamera auf sich verändernde Licht- und Aufnahmebedingungen reagieren kann. Hierbei ist besonders der neue große AF-Modus-Knopf an der unteren linken Kameraseite zu erwähnen, der einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten AF-Einstellungen bietet. Das 3,2 Zoll Display auf der Kamerarückseite ist nicht komplett schwenkbar, aber man sieht es hier, es ist zumindest horizontal und vertikal neigbar. Und es reicht zumindest für die meisten Perspektiven, die man hinter der Kamera benötigt. Und der OLED-Sucher ist groß und hell und liefert eine blackoutfreie Ansicht, selbst bei den schnellsten Serienbildeinstellungen. Das ist ein super Vorteil, zum Beispiel für alle Sport- und Actionfotografen. Und die Auflösung des Suchers ist mit nur 3,69 Millionen Bildpunkten sehr brauchbar, aber jetzt im Vergleich zur Konkurrenz nicht überragend in diesem Segment. Gespeichert werden die Bilder und Videos der Z9 auf ZF Express Typ B oder XQD Karten und hierzu stehen, wie für professionelle Kameras üblich, auch hier zwei Speicherkartenplätze zur Verfügung. Außerdem ist in der Nikon Z9 ein GPS-Modul integriert, das auf Wunsch die genauen Aufnahmestandorte abspeichern kann. Eine weitere Besonderheit der Z9 ist der Sensorschutz, der sich beim Ausschalten der Kamera vor dem Bildsensor verschließt und diesen so vor Staub oder Fingerabdrücke schützt. Die Kamera ist jetzt ausgeschaltet. Ich mache mal hier den Deckel auf und man sieht, der Sensorschutz ist davor. Da die neue Nikon-Kamera ohne mechanischen Verschluss auskommt, konnte der Sensorschutz aus einem robusteren Material gefertigt werden. Wie gut dieses System wirklich vor Staub auf dem Sensor schützt, muss ich im Laufe der Zeit dann zeigen. Kommen wir nun zu den inneren Werten der neuen Nikon Z9. Im neuen Nikon Flaggschiff kommt ein neu entwickelter 5-Achsen stabilisierter 45,7 Megapixel Stacked CMOS Sensor in Kombination mit dem leistungsstarken XPeed 7 Prozessor zum Einsatz. Dies ermöglicht einen ultraschnellen Autofokus mit einer zuverlässigen KI-Motiverkennung für Menschen, für Tiere, für Vögel, aber auch für Fahrzeuge und die neu entwickelte verbesserte 3D-Verfolgung, die in einfacherer Form aus Nikon Profi DSLR-Kameras bereits bekannt ist und da auch sehr geschätzt wird. Außerdem wird durch die hohe Auslesegeschwindigkeit der Bildsensordaten der Rolling Shutter-Effekt so weit reduziert, dass man ihn in allen Aufnahmesituationen nicht mehr wahrnehmen kann. Dadurch konnte Nikon bei der neuen Z9 komplett auf den mechanischen Verschluss verzichten und neue Möglichkeiten in der lautlosen Highspeed-Fotografie schaffen. So kann man mit der Nikon Z9 mit Verschlusszeiten von bis zu
einer 32.000stel Sekunde arbeiten. Und in voller Auflösung kommt man auf bis zu 30 Bilder pro Sekunde in JPEG und immerhin noch auf 20 Bilder pro Sekunde im RAW-Format. Reduziert man die Auflösung deutlich auf nur noch 11 Megapixel, kann man sogar mit 120 Bildern pro Sekunde fotografieren und selbst die schnellsten Bewegungen perfekt einfangen. Auch der Pufferspeicher ist großzügig bemessen und man kann mit 20 Bildern pro Sekunde bis zu 1000 RAW-Bilder in Folge aufnehmen. Voraussetzung dafür ist eine schnelle CF Express Typ B-Karte. Professionelle Sportfotografen und Wildlife-Fotografen dürften sich über diese maximale Geschwindigkeit und den intelligenten Autofokus freuen. Ein Vorteil des Verzichts auf einen mechanischen Verschluss ist zudem, dass man ohne schlechtes Gewissen mit den hohen Bildraten einfach mal drauf losfeuern kann, da man sich keinerlei Gedanken um Verschleiß und den Shutter Count machen muss. Schauen wir uns jetzt die Videoleistungen der neuen Nikon Z9 an. Die Nikon Z9 kann Videos in 8K-Auflösung mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde in 10-Bit aufnehmen und das dann für eine Dauer von bis zu 125 Minuten. Ein Spitzenwert und per Firmware-Update soll dann im Frühjahr 2022 die Möglichkeit zur internen Aufzeichnung von 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und 12-Bit RAW hinzugefügt werden. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt darauf. In 4K kann man mit der Z9 bis zu 120 Bilder pro Sekunde aufzeichnen und so spektakuläre Zeitlupenaufnahmen erzeugen. Bei 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde wird das 4K-Bild dann aus einem 8K-Bild heruntergesampelt und somit die Detailwiedergabe des 4K-Materials deutlich gesteigert. Auch der Autofokus und das Motiv-Tracking arbeiten beim Filmen mit der Z9 sehr flott und zuverlässig. Und man kann ganz klar bei der neuen Nikon Z9 von einer echten Hybridkamera sprechen, die sowohl Fotografie wie auch Videografie bis ins Detail gut beherrscht. Die neue Nikon Z9 ist seit Dezember 2021 offiziell für einen Preis von 5.999 € erhältlich. Jedoch gibt es momentan immer wieder Schwierigkeiten in den Lieferketten. Es kommt zu Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit und wir haben sie nur eingeschränkt da. Mein Tipp wäre auf jeden Fall vorbestellen. Für wen kann sich nun die Anschaffung der neuen Z9 lohnen? Mit ihrer hohen Foto- und Videoauflösung bei gleichzeitiger sehr hoher Geschwindigkeit und dem intelligenten KI-gestützten Motiv-Tracking zeigt die Z9 beeindruckend, was bei spiegellosen Systemkameras möglich ist. Und sie richtet sich vor allem an Profis und ja, im Fotosegment, aber auch in der Videografie, aber auch an Hobbyisten, die einen hohen Anspruch haben und die keine Kompromisse bei der Bildqualität und bei der Geschwindigkeit und der Robustheit eingehen wollen. Sie ist ein echtes Arbeitstier und lässt sich dabei so intuitiv bedienen, dass sie nie zwischen dem Foto- oder Videografen und seinem Motiv steht. Und so kann man sich voll auf die kreative Gestaltung konzentrieren. Kommt gerne bei uns im Ladengeschäft vorbei oder nutzt unsere Telefonberatung. Mein Kollege Björn, die Kontaktdaten übrigens, die bringen wir euch unten in die Videobeschreibung, hilft da gerne weiter, wenn ihr Fragen habt. Und Björn hat mal als Berufsfotograf im Sportbereich gearbeitet und ich meine damals auch mit einem Nikon-Equipment. Er ist also super fit, meldet euch gerne bei ihm. Mit dem Video haben wir versucht, euch eine kompakte Übersicht zur Z9 zu geben, aber die Kamera ist super vielseitig. Da kann man noch deutlich mehr in die Tiefe gehen. Also falls ihr Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und falls ihr Lust auf weitere Videos habt zukünftig über Kameraneuheiten und Objektiven, dann abonniert gerne unseren Kanal.